Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem erneuten Vlog auf Jana und wo ich alles poste, worauf ich Bock habe und was mir gerade in den Sinn kommt. Leute, ich bin gerade noch bei den Mädels in der WG, weil ich habe da heute geschlafen. Heute wird hier groß Valentinstag gefeiert, während ich nach Berlin fliege und meinem Job nachgehe. Die passen auch auf Knödel auf, die lieben Süßen. Knödel, Schatzi, bleibst du heute da Valentinstag feiern? Ja, das ist schön. Knödel kann bei der Party dabei sein, aber ich nicht. Ich fliege nämlich nach Deutschland, denn ich moderiere heute ein Event. Und ihr wisst ja, wie sehr ich Kurztrips hasse, weil ich einfach diesen Stress nicht ab kann, von einem Fahrzeug ins nächste zu müssen, tausend Sachen verpassen zu können. Und ich habe ständig im Kopf, was ist, wenn ich das verpasse, was ist, wenn ich das verpasse und so. Und ich fühle mich auch immer wie das letzte ranzige Stück Scheiße, wenn ich reise. Deswegen werde ich heute versuchen, all den Stresspegel so weit unten wie möglich zu halten. Und ich habe mir heute auch ein Uber bestellt. Das heißt, ich gönne mir heute mal. Ich fahre mit Uber zum Flughafen, wer nicht weiß, was Uber ist. Also in Wien kann man sich einen privaten Fahrer mit einer App anmieten und es ist viel günstiger als das Taxi. In Deutschland ist das, glaube ich, verboten, keine Ahnung warum, aber ich finde das mega, mega praktisch. Ich habe das in letzter Zeit total für mich entdeckt, weil zum Beispiel die Strecke von Diana und mir, die kostet 2 Euro und so oder so. Und finde ich mega praktisch. Das ist übrigens keine Produktplatzierung für die, aber ich habe das einfach in letzter Zeit für mich entdeckt und finde das echt, echt cool. Ich finde es auch viel unstressiger mit dem Uber. Und ich werde vielleicht auch ein Video im Flieger schneiden, damit meine Zeit nicht umsonst war. Das heißt, alles, was negativ ist, wird heute weggeschoben. Heute wird ein schöner Tag. Ich habe auch, was mich angeht, relativ wenig Sachen mit, für das, dass ich 6 Tage unterwegs bin. Normalerweise habe ich immer, wenn ich länger als 4 Tage unterwegs bin, einen riesengroßen Koffer. Ich habe heute extra den kleinen genommen, in Anführungszeichen. Und Handgepäck ist nur Handtasche, weil ich möchte jetzt minimalistisch reisen. Dann brauche ich nicht immer so viel mitschleppen und habe auch nicht dann noch mehr das Gefühl, Stress zu haben. Ich werde in 3 Minuten abgeholt, Schatzi. Hm? Hm, hm. Tschüssi. 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 Du wirst es schaffen. Ich komm wieder zurück, ich versprich's. Komm wieder zurück. Komm wieder zurück. Tschüssi. Auch wenn ich's chillig angehen will und richtig hardcore versuche, mal viel später zum Flughafen zu fahren als normal, sogar dann schaffe ich es, viel zu früh zu sein. Es ist 9 und mein Flieger geht um 10.40 Uhr. Ich hasse es zu fliegen. Ich hasse es so sehr. Mein Flug hat 2 Stunden Verspätung. Aber Leute, auch für diese Situation bin ich gut vorbereitet. Ich schneide mein Video jetzt in der Zeit, wo ich am Flughafen bin. Gönn mir dabei Schokolade. Die ist übrigens mega lecker. Die gibt es jetzt bei Billa auch in Österreich. Gibt es sicher auch bei DM, wenn ihr die in Deutschland kaufen wollt, von Alnatura. Die ist vegan und richtig lecker. Leute, ich musste gerade erfahren, dass mein Flug auf 15 Uhr verschoben wurde. Eigentlich wäre ich um 10 Uhr geflogen, das heißt 5 Stunden Verspätung. 5 Stunden Verspätung. Das heißt, ich verpasse das Event, für das ich eigentlich nach Berlin fliege, bin dann die nächsten 2 Tage umsonst in Berlin für nichts. Für gar nichts. Und weil ich ja erwarte darauf, dass ich am Wochenende bei Google bin für das Women in Comedy Event. Aber die nächsten 2 Tage bin ich dann für nichts in Berlin. Ich bezahle für gar nichts ein Hotel. Fliege da jetzt hin. Mein Hund ist alleine zu Hause. Alles für den Arsch, weil ich nicht zu dem Event wahrscheinlich komme, wo ich eigentlich moderiere. Bei Studio 71 wird jetzt alles dafür gegeben, mir vielleicht noch einen Ersatzflug oder so anzuschaffen. Aber ja, ich bin eher nicht so optimistisch. Da ich also heute insgesamt 9 Stunden am Flughafen festsitze, beziehungsweise schon 5 davon festgesessen bin, verdränge ich jetzt mein Leiden, indem ich esse. Wenigstens sieht das Essen gut aus. War zwar ziemlich arschteuer, weil es am Flughafen ist,
But who cares? Man gönnt sich ja sonst nichts. Leute, ich versuche jetzt echt gerade, das hier ist eine Mission, okay? Das hier ist meine Mission, zu lernen, wie man mit sowas umgeht, wie man mit Stress umgeht. Mir passiert sowas noch öfters im Leben, mir ist sowas schon oft passiert, aber immer wieder bin ich total am Ausrasten, ich könnte heulen, ich könnte schreien. Aber ich versuche jetzt wirklich, heute habe ich mir die Mission gesetzt, ich versuche jetzt wirklich ruhig zu bleiben, weil es einfach nichts bringt. Es bringt einfach nichts, wenn ich jetzt ausraste. Es bringt weder der Fluggesellschaft was, wenn ich mich darüber aufrege, weil die können auch nichts dafür, dass das Flugzeug kaputt war und besser nicht fliegen als mit einem kaputten Flieger. Ja, deswegen, calm down, Jana. Nutzt die Zeit irgendwie. Der Burger schmeckt mega lecker. Und ich werde jetzt dann in die nächste Buchhandlung gehen und mir ein cooles Buch kaufen und anfangen zu lesen. Klingt das nach einem Plan? Das klingt nach einem Plan, oder? Es ging jetzt alles ziemlich schnell, deswegen habe ich nicht mitgefilmt, wie ich mich umgezogen habe oder so. Auf dem Flughafen nicht. Aber jetzt bin ich hier und hier gibt es tolle Drinks. Und ich habe auch schon das coolste Shirt ever bekommen. Schaut mal, da steht hinten am Shirt: Kommst du? Wie nice. Ja. Dankeschön. Du hast nix, ich wollte gerade Stößchen. Ich wünschte, ich hätte irgendwie Falafelstößchen. Man kann hier voll geil seine Shirts gestalten. Schaut mal, mit so Glitzerzeug. Ich mache gerade ein Shirt für Gina. Hi, nice. Ich werde dann, glaube ich, meins auch noch ein bisschen bekleben. Aber ich finde diese Münder so geil. So, als hätte ich das vorher gewusst, einfach mit meinem Handycover. Okay, auf Kamera sieht es gar nicht so scheiße aus. Aber das ist cool, oder? Nur, dass da... Ja, ist halt eine Unterschrift, ne? Ich bin im Hotel angekommen. Das heißt, ich habe endlich was, wo ich meinen Koffer abstellen kann. Ach, ist das schön, Leute. Ist das nicht schön? Es ist auch jetzt wieder was passiert beim vom Event hierher zu fahren, aber das erzähle ich euch gleich. Ich zeige euch erstmal das Zimmer. Aber es ist ein Motel One. Das sieht sowieso in jeder Stadt gleich aus und jedes Zimmer sieht genau gleich aus, aber ich kann es euch trotzdem zeigen. Ich finde es ja im Motel One eigentlich immer ganz chillig. Also es ist einfach so, ich finde, ganz schön gehalten vom Style. Das hier habe ich übrigens geschenkt bekommen gerade. ja. Ganz schlicht, aber trotzdem voll schön. Also ich finde auch von den Farben her gefällt es mir voll gut. Und es passt von der Größe her. Hier bin ich aber nur eine Nacht. Also morgen quartiere ich mich dann um ins andere Hotel. Yes! Ich habe mir auch jetzt am Weg eine Reisbox geholt mit Tofu. Übrigens am Weg. Ich bin mit dem Taxi hergefahren. Und ich habe ihm gesagt, ich will zum Motel One am Alexanderplatz. Es gibt zwei Motel Ones in demselben Umkreis, nur das sind halt so 10 Gehminuten voneinander entfernt und es ist eiskalt draußen. Ich wollte einfach nur noch ankommen, endlich ankommen. Meine Füße tun schon so weh. Und er hat mich zum Falschen gefahren und ich war schon an der Rezeption bei dem anderen Hotel und die so, sie sind im anderen Hotel. Und dann bin ich zu Fuß dahin gegangen mit meinem ganzen Gepäck und jetzt bin ich endlich da. Man freut sich umso mehr auf einen Abend, den man sich verdient hat. Ich werde jetzt mein Valentinstagsessen genießen. Schau mir dann den Bachelor an. Und dann schaue ich, wie gut mein Internet ist. Vielleicht mache ich noch einen Livestream mit euch. Dann haben wir ein Date. Ah. Nice. Die Perspektive macht's, ne? Okay, Leute, irgendwie enden oder starten meine Streams immer total im Bett, oder? Sieht auch irgendwie aus, als würde ich im Krankenhaus liegen. Ich habe gerade gelivestreamt und es war
sehr, 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 sehr cool mit euch. Das war unser Valentinstag. Das war voll cool. Ja, ich streame in letzter Zeit wieder voll gerne live. Ich habe jetzt monatelang nicht wirklich so oft gestreamt und auf einmal gefällt es mir wieder. Ich finde wieder Pep dahinter und ihr seid immer voll live dabei. Finde ich voll nice. Also folgt mir auch auf Instagram, falls hier jemand dabei ist, der mir nicht auf Instagram folgt. Ihr könnt ein Teil von uns sein. Und das war's auch schon wieder mit dem heutigen Tag, Leute. Es ist genug passiert. Morgen treffe ich mich noch mit anderen YouTubern, glaube ich mal. Mal schauen. Okay, gute Nacht und tschüss. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und tschüss, bis zum nächsten Video.